Okay. Bist du soweit? Ich bin schön geföhnt, ich denke, dass ich bereit bin. Ja. Schön geföhnt? Vielleicht. Wo das denn? Weiß ich noch nicht. Genau, ja. So. Herzlich willkommen zu Blood Turbo, die Zusammenfassung vom letzten Bandabend, genau gesagt vom 4. September 2021. Wie schön du das immer sagst. Ja. Übung macht den Meister. Irgendwann hat's man drauf. Wie beginnen wir? Ja, ich würde sagen, wie immer fangen wir am Anfang an. Ja, und wir lassen erstmal das Intro abspielen. Ja, beginnen wir mit Aschkotze? Würde ich mal sagen. Ja. Und zwar Aschkotze aus Bonn mit dem wohl besten Bandnamen der Welt, würde ich jetzt mal so behaupten. Wie siehst du das? Den einzigartigsten. Ja, weiß ich nicht. Einzigartig, na. Es gibt bestimmt noch Sensationelles dazu. Vielleicht Black Aschkotze? Wer weiß. Ich hab's noch nicht nachgeguckt. Ihr könnt's ja mal googeln und wir werden es vielleicht auch mal tun und vielleicht berichten wir darüber. Mal ja. Schauen. Ja. Post-Punk-Rock. Ja, ne? Post-Punk. Seit wann bringt die Post die Punk? Ja, aber das Genre Post-Punk kennt man ja. Aber Post-Post-Punk? Naja, dafür, dass es die ältesten mit Abstand waren, die ich bis jetzt auf einer Blatt-Turbo-Bühne gesehen habe. Ja. Könnte hinhauen. Die Jungs waren alle drei älter als du? Ja, definitiv. Ist ja gar nicht so schwer. Ja, dementsprechend auch älter als ich. Aber eine super Mucke. Ja, und damit ihr wisst, wovon wir reden, wie immer, hier ein kleiner Mitschnitt für euch. Das war zum Beispiel ein kleiner Ausschnitt vom Song Möwenwind. Übrigens könnt ihr auch bei uns auf dem YouTube-Kanal gucken. Weiter unten irgendwo, denke ich mal, in der Playlist. Ja. Müsste ja jetzt hängen. Wie kommen wir jetzt von Post-Post-Punk auf dreckigen... Rotzigen Punk. Rotzigen Punkrock? Ja, keine Ahnung. Post-Punk, die Post ist gelb, gelb. Mit gelb kam ich nicht auf Pink, tut mir leid. Mit Pink hätte ich eine Überleitung geschafft. Pink, genau, Pink. Ja. Dave. Dave. Dave mit, den pinken Haaren. Ja, aber eine abgefahrene Frisur. Ja, irgendwie ein Iro, der auf der Seite lag, in Pink. Ja, und er ist aber, nicht nur seine Frisur ist abgefahren, sondern er auch. Er ist sehr spacig sogar. Ich fand, also man konnte sehr intensive Gespräche mit ihm führen, die alle einen Sinn machen. Ja. Also der Kerl, also Dave, du hast es mir angetan. Du bist eine coole Sau. Nicht nur vor der Bühne, sondern definitiv auch auf der Bühne. Ja, ich habe weniger mit Dave geredet. Ich hatte die ganze Band um mich und die Jungs. Das, was sie an Punkmusik machen, das leben die auch. Ja. Also und, alle. Ja, und was ist eigentlich üblich für Punkrock? Jede Band braucht einen Song für St. Pauli. Und hier mal kurz für euch eine kleine Einspielung vom Song St. Pauli. Hamburger Bitter, wir singen Hamburger Bitter. Hamburger Bitter, wir singen Hamburger Bitter. Jetzt alle! Der ist so auf St. Pauli, Alter. Nein, aber du musst sie dann raussuchen. Ja, du bist ein Spasti.
geht's dir? Jetzt muss das bis Sonntag auch noch alles raus. Ich rocke jetzt noch ab. Also. Ihr werdet definitiv nicht nur Aschkotze 2022 sehen, sondern auch Nada. Ja. Definitiv. Also Nada, merkt euch den Namen. Nada. N-A-D-A. Richtig. Und dann am besten noch Punkrock hinter. Und dann findet ihr sie schon und euch wird diese Band gefallen. Jeder, der auf Punk steht, der muss diese Band mögen. Nice, ich habe auch vor der Bühne Metaller gesehen, die abgegangen sind. Ja. Weil wir kommen jetzt natürlich zum Nerd-Metal. Nerd-Metal. Wie Hoise es oft genug sagt, beziehungsweise Basti, man darf auch Nerd-Metal sagen. Heißt das nicht eigentlich North-Metal? Nein, Nerd. Das ist wirklich Nerds, weil alle sind irgendwie Computerfreaks oder virtuell angehaucht. Ja. Also ich nicht, ist nicht mein Fall, aber da muss dir ja auch das schon direkt der erste Song gefallen haben. Kann man so sagen, ja. Ja. Und zwar hier für euch das Intro plus Nightfall. Before it all began, the world was a vague and nebulous place. And the eternal dragons called these ever-obscured lands their home. But from within, a new and sacred flame sparked among small beings, the wretched and feeble, and its warmth and power gave rise to a new generation. But just like the primordial flame promised warmth, life, and light, there also came cold, death, and dark. And as the era of fire is coming to an end, the flames grow smaller and weaker, and the shadows grow darker and deeper. And thus the world is perpetuated in its final days, slowly feeding itself to the flame to avert its fate. But a rumor is whispered from tired lips to weary ears. From the twilight, neither alive nor dead, a new force has entered the battle to finally decide our fate. Fueling the flame of ancients, or delivering a death blow to a dying world. Thou art not the first, but will you be the last? So tell me, is this the end of the world? And what is your fate? Nerdig genug? Also ich behaupte immer noch, ich bin nerdiger. Ja, das, wer Pokémon spielt, ja, stimmt. Also Pokémon? Hast du recht. Entschuldigung. Ja, Basti, ich liebe dich. Du hast das geilste T-Shirt am ganzen Abend an, auf der Bühne. Außerdem, wenn ich Horizons höre, geht mir mein Herz auf. Und seit Weihnachten sowieso, seit dem Weihnachtssong. Und ja, Martha, danke, dass ihr da wart, dass ihr wieder einmal für Blatobo gerockt habt. Ich mag euch. Sehr. Wer mag sie nicht? Unsere Blatobo-Familie hat nur gute Bands. Das sowieso, weil zur nächsten kommen wir ja jetzt. Ja. Sie gehört noch zur Blatobo-Familie. Ja. Vorerst. Es wurde an diesem Abend leider etwas emotional. Ja, denn bevor wir euch jetzt sagen, wie der Auftritt war und so weiter und so fort, am Limit werden sich nach dem Escalade Festival am 9. Oktober 2021, was übrigens auch im Klosterhof in Schlotzheim stattfindet, trennen. Leider. Das hat Fabian, der Sänger, und der Dennis, die zweite Stimme und der Bassist, offiziell bekannt gegeben. Ja. Sie werden sich trennen. Aber zeigen wir erstmal, was die Jungs so drauf haben. Ah.
hier, den musst du mal fragen. Verteilen uns von meinen Fehlern, da gibt's nichts mehr zu sagen. Ich schaue auf die Uhr, das ist mit dir in der Nacht. Und schon wieder frag ich mich, was du heute nicht mehr machst. Ich wollte mich bedanken, dein Weg mir nur die Gang. Und doch wirst du jetzt nicht sehen, was schon eine neue Leben sehen. Ich bin fertig, niemals aus meiner Seite außer du. Schade, dass sie sich auflösen, weil die Jungs haben mich echt überrascht. Ja, du fandst die CD, also ne, Dennis, Fabian, wenn ihr das jetzt so hört, er fand die CD von euch nicht so prickelnd. Jetzt hat er euch live erlebt und ta-ta-ta-ta. Ich muss sagen, Jungs, die CD, da ist Verbesserungsmöglichkeit da gewesen, aber live seid ihr eine super Truppe und habt's echt drauf. Habe ich dir immer gesagt. Und wie ihr das Publikum da eingebunden habt. Vor allem mit Schnaps. Immer ja. Dieser Pfefferminz-Schnaps, ey. Pah! Pfui Teufel. Ich war wieder antialkoholisch unterwegs. Du immer antialkoholisch und ich habe die Jungs dazu bekommen, dass sie mir ein Fell für unser schönes Studio signieren. Man sieht es nicht so gut, weil es ist transparent, wie ihr seht. Aber es stehen alle vier drauf. Es wird... Am Limit, also definitiv, es wird für immer bei uns hängen. Egal, was mit euch wird, passiert, ob eventuell doch nochmal wiederkommt. Vielleicht holen wir Fabian auch mal hier hin. Vielleicht holen wir ihn hier hin oder ins Team, wer weiß. Ihr bleibt definitiv immer in unseren Herzen. Ihr seid immer ein Teil der Blatobo-Familie, ob ihr offiziell irgendwo steht oder erstmal nicht. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, euch irgendwie in der Musik weiter zu erleben. Das wäre wünschenswert. Ja. Ja, und das waren halt unsere vier super Bands, denn eine musste leider absagen. Das haben wir momentan irgendwie immer, wenn wir fünf Bands ansagen, kommen am Ende vier raus. Ja, oder es springt eine zwei Tage vorher noch ein. Ja. Irgendwie sind wir verflucht, aber gut, das war jetzt der vorletzte Blatobo-Bandarm für das Jahr 2021. Der nächste Blatobo-Bandarm wird jetzt nicht im Oktober sein, sondern erst am 6. November 2021. Ja, aber davor passiert noch jede Menge. Ja, wie ihr eben schon mitbekommen habt, denn das Escalade Festival steht an. Das große Escalade. Das große Escalade. Zum ersten Mal, und das ist für uns eine Herausforderung, das wird für den Klosterhof für eine Herausforderung sein, für die Nachbarn. Auf jeden Fall. Für uns alle eigentlich. Und ja, was wollen wir sagen? Wir haben 10 fette, geile Bands. Wir beginnen pünktlich um 12.30 Uhr und hoffentlich enden wir auch pünktlich vor Mitternacht. Ja, hoffentlich. Das ist das Ziel. Also, wir können es immer wieder nur sagen, Escalade 10 Bands, es ist geplant von 12.30 Uhr bis 22.30 Uhr, was ich glaube ich nicht einhalten werden. Ich glaube schon. Nein. Doch, ich glaube schon. Okay, Otto glaubt ja. Ich glaube, wir werden irgendwann zwischen 11 und 12 enden. Ich glaube vorher. Aber es sind nur fette Bands dabei. Unter anderem Mazed. Unser Headliner, unsere Bärenbande aus Schweden. Genau. Lautstärke aus Euskirchen. Ja. Am Limit, die ihr Abschiedskonzert quasi bei uns live on stage geben werden. Ja. Deadman's Soul. Genau, Deadman's Souls aus Weilerswist. Eine abgefahrene Truppe. Ja. Dann noch Angel Groove. Ja. Außerdem noch Rau. Genau, Rau. Wirklich Rau. Unsere roten Piraten. Dann, man sieht es. Sober True. Genau. Aber ich gebe jetzt für zwei Bands ein absolutes Muss. Allein die beiden würden für mich reichen, um dahin zu gehen. Ich würde die erste benennen. Dann nenn du die erste. Und zwar aus Niedersachsen. Weit, weit, weit entfernt kommen sie quasi her. Aus der wunderschönen Stadt Hannover. Wir reden hier von Megabosch. Gut, die Jungs kenne ich noch nicht und meinte ich auch nicht, aber... Was? Ich will sie kennenlernen. Ich will jeden Musiker kennenlernen. Deswegen immer alle Musiker willkommen bei Blatobo. So, zwei weitere hast du gesagt? Ja, meine zwei Favoriten für den Abend. Und mit einer der beiden fangen wir den Abriss vom Klosterhof an. Oh ja, Band Nummer 5. Band Nummer 5. Der Anfang
vom Ende. Der Anfang von der zweiten Hälfte. Ja. Sie heißen nicht nur so, weil sie das können. Nein, sie machen auch jede Menge Druck. Genau. Und zwar, die Rede ist hier von Druckphase. Ja. Und dann haben wir zum zweiten Mal dieses Jahr die liebe Maria und ihre Götter, wie Otto sie genannt hat. Wie laut er werden kann, wenn er Maria betont und Götter. Und zwar NMAC aus Kalifornien. Richtig, da wo der Strand noch sauber ist. Ja. Aber das Wasser dafür nicht. Und ich glaube, damit haben wir alle 10 aufgezählt. Ich zähle nochmal nach. 1, 2, 3. Ja, ich glaube schon. Hammer. Wenn wir noch eine vergessen haben, guckt bei uns auf die Escalade-Seite. Richtig, auf www.escalade-festival.de. Da haben wir alle 10 Bands aufgelistet. Richtig. Den Eintrittspreis haben wir drauf. Genau. Ein kleiner Tipp noch. Jetzt. Vorverkauf läuft sehr, sehr gut. Also wer noch Karten haben will, jetzt ist der Zeitpunkt. Weil Richtig. Wir haben, wie viele schon verkauft? 80%. 80%, das heißt, wir haben 80 Tickets verkauft. Und 100 dürfen zurzeit aktuell zu Corona-Bedingungen rein. Mit sehr viel Glück können wir es noch etwas erhöhen. Das wird aber noch die Zeit jetzt zeigen und wir müssen es abwarten. Sollte es der Fall sein, und klar, und auch die Resttickets, falls keine, die restlichen nicht weggehen, gibt es die an der Abendkasse, aber es gibt keine Garantie auf eine Abendkasse. Nein. Können wir leider nicht geben. Momentan läuft der Ticketverkauf super. Richtig. Und wir müssen an diesem Abend ein Geburtstagsständchen singen. Genau, aber... Für wen, das sagen wir nicht. So sieht es nämlich aus, weil wenn du es jetzt sagst... Dann wissen ja alle, was man also, vorhaben könnte. Also, wer wissen will, welcher Mensch oder eventuell auch ein Tier oder nur eine Gestalt am 9.10. seinen Geburtstag feiert, solltet ihr definitiv dabei sein. Und wie gesagt, unten im Text, das habe ich auch noch nicht gesagt, aber ich sage es jetzt, unten im Infotext steht die Homepage, steht der Link zu den Tickets vor Verkauf. Und alle weiteren Informationen. Und der liebe Andi wird an diesem Abend nicht zu erkennen sein, weil wir brauchen einen Spielkameraden für den lieben Teddybär. Genau, und wie ihr merkt, unser Licht lässt gerade nach. Das ist quasi der Zeitpunkt für uns nun tschüss am heutigen Tag zu gehen. Wir sagen tschüss, bleibt gesund und genau. Meldet euch fürs Escalade an. Richtig, und wie immer, Daumen da lassen, kommentieren, teilen. Und die Glocke aktivieren. Genau, die Glocke. Bleibt gesund.